Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Sensor Things, von der Sensordatenverarbeitung im Backend bis zur Visualisierung im Masterportal. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dirk Rohrmoser. Ich bin tätig für den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in Hamburg, leite dort den Fachbereich Urban Data Solutions. Und eines unserer Aufgabengebiete ist die Softwareentwicklung. Unter anderem haben wir das Masterportal entwickelt, das als Geodaten-Client auch für die Visualisierung von Sensordaten eingesetzt wird. Der Vortrag gliedert sich in vier Bereiche. Ich werde zunächst einmal einige Anwendungsbeispiele zeigen. Komme danach auf die Technik zu sprechen, sowohl was die Komponenten im Backend als auch die Komponenten im Frontend angeht, und liefere zum Schluss noch einige Ressourcen, über die Sie sich Software herunterladen können, beziehungsweise sich weitere Informationen aufrufen können, wenn Sie sich noch eingehender mit der Thematik beschäftigen möchten. Gut, starten wir mit den Anwendungsbeispielen. Los geht es mit den Elektroladestandorten in Hamburg. Ich will Ihnen das jetzt hier nicht nur anhand statischer Bilder zeigen, sondern schalte hier mal in die Browser-Ansicht. So, die Daten sind integriert in unser Geo-Online-System, welches auf Basis des Masterportals entwickelt wurde. Und hier im Kartenbild sehen Sie neben den Standorten auch die Belegung der Ladesäulen. Das heißt, ich blende mal die Legende ein. Hier zum Beispiel an diesem Standort gibt es zwei Ladepunkte. Rot steht für einen belegten Ladepunkt, grün für einen freien Ladepunkt. Wenn ich hier nähere Informationen aufrufe, sehe ich hier zum Beispiel die letzte Zustandsänderung. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir Informationen zur durchschnittlichen Auslastung anzuschauen. Man sieht hier also, dass in den Tagesstunden diese Ladestation wesentlich stärker ausgelastet ist als zur Nacht. Kommen wir zum nächsten Anwendungsfall. Das ist das Hamburger Radverkehrszählnetz. Auch hier schalte ich wieder in die Live-Demo. Bei diesem Datensatz wird der Radverkehr mittels Infrarotdetektoren erfasst und in 15-Minuten-Intervallen im hamburgischen Verkehrsportal aktualisiert. Ich gehe hier mal wieder etwas näher rein. Sie sehen hier zum Beispiel drei Messpunkte. Neben dem eigentlichen Standort bekommt man beim Überfahren mit dem Mauszeiger den letzten Messwert dargestellt. In diesem Falle handelt es sich um 66 detektierte Radfahrer, die in der Richtung Ost nach West an diesem Messpunkt entlang gefahren sind. Hier unten in Gegenrichtung von West nach Ost, beziehungsweise gibt es hier in der Mitte noch kumulierte Werte. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, mir nähere Informationen und historische Daten aufzurufen. Ich bekomme hier also einige Werte, statistische Werte angezeigt, beziehungsweise den Wert der letzten Aktualisierung. Kann mir hier die Messwerte nochmal in Diagrammform angucken, hier mal als Ganglinie und nicht als Balkendiagramm, habe aber auch die Möglichkeit, über diesen Date Picker mir historische Daten einzublenden, hier zum Beispiel zwei Tage im Vergleich. Ich habe die Möglichkeit, auf Wochenwerte zuzugreifen oder auf gemessene Werte im Jahresverlauf. So, dann komme ich noch zu einem dritten Beispiel. Hierbei geht es um das Projekt Traffic Lights Forecast. Als Sensoren dienen hierbei die Lichtsignalanlagen in Hamburg. Ziel in diesem Projekt ist es, die Daten der Lichtsignalanlagen zur Echtzeit zur Verfügung zu stellen und Prognosen zu berechnen, mit denen sich unter anderem der Verkehrsfluss optimieren lässt. Die Anwendung entwickeln wir in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Sie ist noch nicht im produktiven Einsatz. Ich möchte Ihnen die Anwendung aber trotzdem kurz vorstellen, da hier sehr schön die Zustandsänderungen der Sensoren sichtbar sind.
So, schalten wir mal um. Das hier ist jetzt übrigens keine echte Live-Anwendung, sondern ein Video, das ich im Zeitraffer im Vorfeld aufgenommen habe, so dass man einfach schneller die Zustandsänderungen sehen kann. Die Herausforderungen an die Performance sind in diesem Projekt relativ hoch, da wir in Hamburg über 1700 Lichtsignalanlagen haben und die Aktualisierungsintervalle natürlich wesentlich kürzer sind als zum Beispiel bei den Ladestationen. Wenn man dann noch davon ausgeht, dass das Aufkommen von Echtzeitdaten in Zukunft sehr stark ansteigen wird, so ist es unabdingbar, entsprechend skalierbare Systeme vorzuhalten. Die bei uns verwendete Technologie werde ich Ihnen nun näher vorstellen. Und wir starten zunächst mal mit den Komponenten im Backend. So, zum Überblick stelle ich Ihnen die einzelnen Komponenten anhand des Datenflusses vor. Wir haben also zunächst mal eine Datenquelle, respektive einen Sensor, der Messwerte liefert. Diese Messwerte können über ETL-Tools entgegengenommen werden. Wir verwenden in diesem Zusammenhang selbstgeschriebene Python-Skripte, die in einer Docker-Umgebung ablaufen und spielen diese Informationen dann in unsere Urban Data Plattform ein. Dabei kommt ein Kubernetes-Cluster zum Einsatz, der als zentrale Komponente den Frost-Server beinhaltet. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die eigentlichen Messwerte werden dabei in einen Datenbank-Cluster eingespielt. Damit habe ich auch die Möglichkeit, später auf historische Daten zuzugreifen. Die Echtzeitdaten werden aber gleichzeitig auch per HTTPS bzw. per MQTT an einen Client ausgeliefert und als Client kommt bei uns unter anderem das Masterportal zum Einsatz. So, ich würde jetzt kurz gerne auf das MQTT-Protokoll zu sprechen kommen. Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich kennen, wird oft so als das Protokoll des Internet of Things dargestellt. Ist relativ einfach gehalten und leichtgewichtig. Beispielsweise ist der Message-Header relativ kurz, sodass das Protokoll gerne auch in Umgebungen eingesetzt wird, die über geringe Bandbreiten verfügen. MQTT nutzt ein Publish- und Subscriber-Prinzip, das stelle ich gleich noch etwas genauer vor. Und eine zentrale Komponente ist der sogenannte MQTT-Broker. So, wenn wir uns dieses Publish- und Subscriber-Prinzip einmal etwas näher angucken, dann habe ich hier in der Mitte den MQTT-Broker eingestellt, der quasi als Schnittstelle dient. Als Subscriber kann ich mich beim Broker anmelden und ein Abonnement auf bestimmte Datenströme beispielsweise abschließen. Das mache ich nicht als einen Subscriber alleine, sondern da gibt es halt Endsubscriber, die diese Abonnements abschließen können. Und wenn ein Publisher nun eine Message an den MQTT-Broker stellt, dann erfolgt eventbasiert die Verteilung dieser Message an die jeweiligen Subscriber, ohne dass hier jeweils immer neue Datenverbindungen aufgebaut werden müssen. Also das Wichtige ist, dass das Ganze halt eventgesteuert abläuft und nicht so, wie man das bei HTTP-Verbindungen kennt, mit einem Request und einer Response, die man daraufhin erhält. So, einen wichtigen Standard, den wir bei uns nutzen, ist die Sensor Things API, eine Spezifikation des OGC. Dazu möchte ich auch noch kurz ein bisschen was erläutern. Die Sensor Things API ist frei verfügbar und beschreibt eine Schnittstelle zum Informationsaustausch im IoT-Umfeld. Sensordaten können historisiert, gespeichert und abgefragt werden. Es können ausgewählte Themen abgefragt werden und die über die Schnittstelle angebotenen Services können über HTTP bzw. MQTT genutzt werden. So, um die Sensor Things API zu verstehen, sollte man sich ein wenig mit dem Datenmodell beschäftigen, was im Rahmen dieses Vortrags allerdings den Rahmen sprengen würde. Insofern sei hier der unten angegebene Link allen Interessierten ans Herz gelegt, sich das nochmal etwas näher zu Gemüte zu führen.
Also, was haben wir jetzt? Wir haben mit der Sensor Things API und den angesprochenen Protokollen die Grundlagen für unsere Infrastruktur zusammen. Aber was wir noch benötigen, ist die technische Umsetzung. Also, hier kommt jetzt der schon erwähnte Frost Server ins Spiel. Hierbei handelt es sich um eine Open Source Implementierung der Sensor Things API. Die Software zeichnet sich durch eine sehr hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Ressourcenverbrauch aus und sie kann sehr gut in Kubernetes-Clustern eingesetzt werden und skaliert so mit den jeweiligen Anforderungen. Wer das mal ausprobieren möchte, der sollte sich unser IoT-Repository mal anschauen. Dort stellen wir Helm-Charts zur Verfügung, mit denen Sie sich eine solche Umgebung aufbauen können. Der Link zu dem Repository gibt es zum Schluss dieses Vortrags. Über den Frost-Server lassen sich nun die enthaltenen Sensordaten recherchieren und er enthält einen MQTT-Broker, so wie ich ihn eben dargestellt habe, sodass Sie Subscriptions abschließen können oder als Publisher Sensoren und Messwerte veröffentlichen können. Als Authentifizierungskomponente nutzen wir hierbei KeyCloak. So, ich habe jetzt hier nochmal in einer Übersicht die verwendeten Softwareprodukte aufgeführt, die wir im Backend nutzen und komme jetzt zum Frontend. Ja, wie der Titel des Vortrags vermuten lässt, verwenden wir im Frontend das Masterportal als Client. Dazu gab es auf einer früheren Foskis bereits einen eigenen Vortrag, sodass ich hier nur die Basics ansprechen möchte. Es handelt sich beim Masterportal um eine Open Source Software, die wir ursprünglich beim LGV entwickelt haben und die inzwischen von vielen anderen Landkreisen, Landes- und Bundesbehörden genutzt wird. Das Masterportal stellt gewissermaßen die Softwaregrundlage für individuelle Geo-Web-Anwendungen dar. Als Open-Source-Anwendung ist es unter MIT-Lizenz veröffentlicht. Es basiert auf HTML, CSS und JavaScript und ist modular aufgebaut. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wir großen Wert auf die Nutzung offener Standards legen. Ihnen sind da sicherlich die üblichen Verdächtigen wie WMS, WFS, WMTS oder WPS bekannt, um hier nur einige zu nennen. So, ich habe jetzt hier noch eine Folie mitgebracht, die die wesentlichen Komponenten des Software-Stacks auflistet. Besonders zu erwähnen ist vielleicht als Mapping-Bibliothek Open Layers, was wir als ja, zentrale Bibliothek bei uns im Masterportal eingebunden haben. So, jetzt möchte ich Ihnen die Nutzung der Sensordaten aus Frontend-Sicht näher bringen. Wir haben uns Gedanken zur Performance im Client gemacht und unterschiedliche Ladestrategien betrachtet. Bei einer geringen Anzahl von Sensoren spielt das möglicherweise noch keine so große Rolle, aber wenn Sie an unser Projekt mit den Lichtsignalanlagen denken, dann kommt der Performance-Frage natürlich eine sehr große Bedeutung zu. So, das heißt, Subscriptions und Sensoren werden bei uns nicht für alle im Themenbaum verfügbaren Layer abgeschlossen, sondern nur für die aktivierten Themen. In diesem Falle sind das hier die Radzählstellen und nicht die Kfz-Zählstellen. Das heißt also, die Anzahl der Subscriptions ist A, abhängig vom Themenbaum und den aktivierten Layern und B von der dargestellten Bounding Box. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiter in diesen Bereich hineinzoomen würde und vielleicht diese Messstellen in den äußeren Randbereichen Hamburgs nicht mehr dargestellt werden, dann wird automatisch diese Subscription deabonniert. So, dann, das hatte ich eben schon gezeigt, dass wir beim Maushovern die aktuellen Messwerte im Client darstellen können. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass wir
im Masterportal das Retain Flag auswerten. Das heißt, die Aufrufe an die SensorThings-API sind so konzipiert, dass ich den zuletzt gelieferten Messwert im Masterportal zur Verfügung habe und dieser in diesem Falle in diesem Maushover in dieser Anzeige diesen letzten Messwert darstelle, auch wenn der vielleicht schon 15 Minuten zurückliegt. So, dann, das hatte ich eben auch gezeigt, haben wir die Möglichkeit, mit Klick auf einen Sensor, auf einen im Kartenportal dargestellten Sensor, so eine Detailansicht aufzurufen. Wir nennen das GFI-Theme und im Masterportal besteht halt die Möglichkeit, individuelle GFI-Themes zu entwickeln. Das ist jetzt nicht alles nur reine Konfigurationsarbeit, sondern hier haben wir halt ja, Programmierarbeiten hineingesteckt. Man sieht auf der linken Seite das Balkendiagramm, hier rechts das Liniendiagramm. Hier ist noch diese Möglichkeit, über den Date bzw. Week Picker historische Daten aufzurufen. Oder man hat hier die Möglichkeit, die Daten auch tabellarisch darzustellen und über den Download-Knopf herunterzuladen. Hängt also ganz von den jeweiligen Anforderungen ab, die für einen bestimmten Datensatz bestehen, beziehungsweise auch von dem zur Verfügung gestellten Datenmodell. So, dann komme ich jetzt zum letzten Abschnitt meines Vortrags, und zwar auf die angekündigten Ressourcen. Wenn Sie selbst mal mit der SensorThings API, so wie sie von uns bereitgestellt wird, herumspielen möchten, das mal ausprobieren möchten, dann sei Ihnen unser Metadatenkatalog ans Herz gelegt, Metafair. Über den Katalog können Sie mit dem Aufruf, den ich hier unten eingetragen habe, nach unseren Sensordaten recherchieren und Sie erhalten dann hier eine Trefferliste hier mit der SensorThings API. Da können Sie sich die Details mal anschauen. Da sind entsprechende Verweise hinterlegt, sodass Sie die Daten über unsere SensorThings API auch selbst mal in einem eigenen Client beispielsweise ausprobieren können und sich mal ansehen können. Darüber hinaus habe ich noch eine kleine Linkliste zusammengestellt. Wir haben hier oben verschiedene Websites, die noch tiefergehende Informationen bereitstellen. Einerseits hier zum Masterportal, zu unserer Urban Data Plattform in Hamburg, zu uns als Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung. Unser Metadatenkatalog ist hier nochmal mit aufgeführt oder auch die Infoseite vom Fraunhofer Institut zum Frost-Server. Dann, wer die Software wirklich mal selbst ausprobieren möchte, kann sich die Software, also das Masterportal, in unseren Software-Repositories herunterladen. Zum einen hier das Masterportal-Repository oder auch hier das UDP-IoT-Repository. Dort sind unter anderem die erwähnten Helm-Charts hinterlegt, um sich einen eigenen Kubernetes-Cluster aufzubauen. Wir haben noch zwei Twitter-Kanäle, die ich Ihnen noch hier mitgeben möchte, zum Masterportal oder zu unserer, ja, etwas allgemeiner gehalten, zu GDI-Themen bei uns in Hamburg, beziehungsweise hier unten noch eine Trello-Seite. Dort tauscht sich die Community zum Masterportal aus. Ja, das wäre es jetzt erstmal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass es für Sie ein bisschen interessant war und würde dann die Fragerunde eröffnen. Vielen Dank.